über 3000 Kalksteininseln der Halong-Bucht zählen zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Vietnams und sind von der UNESCO seit 1994 als Weltkulturerbe anerkannt. Halong bedeutet übrigens so viel wie herabsteigender Drache. Der Legende nach sind die vielen zackenähnlichen Felsen vor unendlichen Zeiten entstanden, als ein Drache, von Himmel zu Hilfe gerufen, mit wütenden Schweifhieben die Feinde aus dem Norden zurückschlug. Als ihr massiger Leib nach getaner Arbeit schließlich im Meer versank, verdrängte er so viel Wasser, dass Täler und Schluchten schlagartig versanken und nur die zerklüfteten Felsen übrig blieben. Jahrhundertelang waren die zahllosen Höhlen und Buchten versteckt von Piraten, die in umliegenden Gewässer für Angst und Schrecken sorgten. Heute leben nur noch einige hundert Fischerfamilien in den schwimmenden Dörfern aus Holz und Bambus. Unter Wasser, mit Käfigen und Netzen versehen, züchten sie Fische, Krebse, Langusten, aber auch Perlen, wie hier zu sehen. Die hölzernen Schunken sind heute nur noch Postkartenmotive. Umfunktioniert zu schwimmenden Hotels können Touristen hier eine Nacht verbringen.